Nils sagt erstmal nichts. Ich weiß jetzt, wie wichtig meine Eltern für mich sind. Ich wünschte, ich hätte ihnen das sagen können. Will, lass mich bitte für einen Augenblick alleine. Ich fühle mit dir, Neil. So habe ich dich noch nie erlebt. So, ich bin im Gästezimmer. Am nächsten Morgen sind alle betrübt. Guten Morgen. Es tut mir leid wegen gestern. Ich habe die ganze Nacht daran gedacht. Ich bin der Erbe dieser Firma. Um den Menschenhandel zu stoppen, muss ich übel an der Wurzel packen und die Firma verändern. Sie machen Geld aus dem Elend der Menschen. Du willst Präsident dieses Unternehmens werden? Unglaublich. Hey, hör auf, du machst mich verlegen. Kara, jemand fragte nach dir. Er behauptet, er sei ein alter Freund. Was? Hey, kommt alle rein. Das Schwein. Hamlet! Grunz, Grunz. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ha, es ist den ganzen Weg gelaufen, um dich zu finden, sehen. Lilly fand ihn in Vatamir und schickte ihn mit einer Rolex Schnellversand-Service hierher. Was ein Schwachsinn. Wie gut, dann kann Hamlet euch statt meiner begleiten. Ja, also, dann sind wir Neil auch wieder los. Jetzt haben wir noch den Erik am Sack. Seid bitte vorsichtig. Frauen haben eine Schweinerei im Kopf. Ne, Frauen haben eine Schweinerei im Kopf. Wie lustig, du Spaten. Westlich von hier befindet sich die Ruine von Angkor Wat. In der Nähe muss sich das Dorf der Sklaven befinden. Lass uns aufbrechen. Oh, jetzt geht er gleich los. Ich wollte erstmal meine roten Juwelen loswerden. Naja, gut, egal. Ich hab sie ja alle. So, nichts mehr zu holen. Kral. Wir sind jetzt in Kral. Uff, hier ist so warm wie die Tropen. Diese Hitze, mir schwimmt alles vor Augen. Wir können nichts machen. Lass uns irgendwo übernachten. So, genau. Ich glaube, der Typ hat schon bessere Zeiten erlebt. Geile Antwort. Oder geile... Ja, obwohl, das sagt er ja immer, ne? So. Und da hinten ist auch ein Portal zum Speichern. Aber wir holen uns erstmal noch ein... Schicken wir die erstmal ab, weil das wird langsam voll im Inventar. Oh, wir machen wieder Lagerfeuer hier. Brup, brup, brup. Schick, schick, schick. So. Und hier muss auch eins sein. Ah, da ist es. Okay. Wunderbar. Wie viel hatten wir vorhin... 33 plus 2, nicht wahr? 35, okay. Ja, und die nächsten 36. ist in Angkor Wat. Okay, schön. Angkor Wat gibt es übrigens auch in Wirklichkeit. Kann man sich auch mal angucken. Ist sicherlich eine ganz nette Sehenswürdigkeit. Ja, der Igel informiert. Ich laber nicht nur Dünsches. So, gucken wir doch mal, was die Alte hier zu sagen hat. Bisheriges Geschehen speichern? Nein, es ist vollbracht. Reise fort für ein Jahr. Gut, tschüss. Es gibt keinen Grund, da Nein zu drücken. Man kann auch den Super Nintendo einfach ausmachen. Das ergibt keinen Sinn. Seltsam. Niemand zu sehen. Nur Skelette liegen überall verstreut. Sollen wir die Häuser schauen? Ah ja, da war ich noch gar nicht drin. Ja, verdammt, hätte ich erstmal reingehen können. Niemand da. Das Dorf steht verlassen. Prima. Hier können wir bleiben, wenn wir wollen. Erik ist zwar so eine Pfeife, aber trotzdem ist er irgendwie relativ hart. Für heute reicht's. Oh, okay. Völlig erschöpft von der Reise fallen alle in einen tiefen Schlaf. Eine lange Zeit vergeht. Und dann kommen die schwarzen Mitbürger. Was, Hamlet? Lass mich noch schlafen. Gehen, was will? Mach doch nicht so einen Krach. Oh, wer seid ihr? Bam, bam. Jetzt erstmal aufs Maul. Ja, aufs Maul gehen ist immer gut. So, und jetzt werden wir gekocht. Sie scheinen sehr hungrig zu sein. Schaut, diese Kinder sehen so mitgenommen aus. Das stimmt. Ein Junge erzählte das bereits in Freya. In diesem Land herrscht große Hungersnot. Die Knochen sind die Überreste der Verhungerten. Oh nein, wir sind die Nächsten. Oh, jetzt war schon wieder zu weiblich. Und, was passiert? Das Schwein geht zu Kara. Hamlet, was hast du? Als ob wir uns bald trennen müssten. Und er opfert sich. Hamlet, was? Das arme Schwein! Hamlet, warum? Bim, bim. Sehr traurig. Aber ich finde es zu schön, wie knusprig der jetzt schon aussieht. Armer Hamlet, er hat's für uns getan. Hamlet, Schwein oder nicht sein? Wie lustig. Ein Geist. Plötzlich erklingt eine vertraute Stimme. Hört mir zu. Es war Hamlets Wunsch, diese Menschen zu ernähren. Ein kleines Ferkel kann viele Dorfbewohner retten. Mu,
Mumu, Mutter. Das hatten wir schon mal. Egal. Will. Und jeder, der hier ist. Ewige Dunkelheit nähert sich der Welt. Ihr müsst eure Kräfte vereinen, um die Welt zu retten. Findet die mystischen Statuen und begebt euch zum Turm von Babel. Kannst du knicken, Alter? So, okay, wir sind wieder frei. Übrigens, wir haben 6 Statuen. Also viele sind nicht mehr übrig. Schniff, schniff. Ich werde nie wieder sein Grunzen hören. In der Luft liegt plötzlich der Duft von köstlichem Schweinebraten. So sieht's aus, Mann. Der Mann riecht nach Nahrung. Ja. Er schmeckt wie Insekten. Also er reicht dir Nahrung. Er schmeckt wie Insektenklöße. Oh! Ah! Es war erstaunlich, aber es schien, als würden uns gegenseitig verstehen. So leicht geht das. Der Mann sieht wild tief in die Augen. Ja. Er scheint, als sähe man direkt in dein Herz. Wir sprechen zwar nicht die gleiche Sprache, aber dennoch. Schüchtern streckt der Mann seine Hand aus. Hand nehmen, ja. Ich verstehe ihn zwar nicht, aber ich denke, wir sind der gleichen Meinung. Ja. Genau. Er zieht an Wills Ärmel, als ob er ihn irgendwo hinführen möchte. Mitgehen, ja. Jetzt winkt er ihm zu. Ha. Ich glaube, der Typ hat schon bessere Zeiten gesehen. Hm. Er sieht das Skelett mit Tränen in den Augen. Es war ein Verwandter, ein Freund? Keine Ahnung. Der Junge zeigt nach Nordosten. Karte zeigen, ja. Er malt ein Bild eines Tempels auf die Karte. Ich glaube, er versucht uns zu sagen, dass er auch dorthin möchte. Schüchtern, ja, kann haben wir schon gehabt. Ja, hatten wir auch schon gehabt. Diesmal essen wir es mal nicht. Tut mir leid. Handelt ist das Feuer gesprungen. Er hat sich geopfert, um uns zu retten. Der Stamm wird immer kleiner. Viele sind bereits verhungert. Brüder, Schwestern, Eltern, Freunde. Die armen Menschen. Komm, wir essen das nochmal, damit alle glücklich sind. So, und jetzt gehen wir mal schön speichern. So. Ja, und jetzt geht es nach Angkor Wat, da gehen wir auch noch hin. So. Wir ziehen nach Angkor Wat. Ja, schön, toll, das freut uns nicht gerade sehr. Gut, das ist Angkor Wat, Tor zu Angkor Wat. Und wie wir sehen, hier gibt es schon wieder Gegner. Ist das nächste Dungeon. Nach 3 Tagen Reise durch den Dschungel fand ich den Tempel. Ja, da gehen wir jetzt als nächstes rein, um dort die nächste Statue zu holen und ein bisschen Monster zu kloppen. Das wird ganz cool, glaube ich. Da kriegen wir auch die letzte Fähigkeit für Freedom. Und das wird schon ziemlich geil. Na, ich esse es dort. Und ich werde jetzt erstmal aufhören. Aufnehmen. Und ihr hört da sowieso dann wieder rein, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also haut rein, tschüss!